Hallo und herzlich willkommen zurück zu Whispering Willows. Ja, in der letzten Folge hatte ich ja gesagt, dass wir wahrscheinlich in die Katakomben gehen müssten, aber auch, dass ich mir nochmal die Aufnahme angucke. Und ich habe mir zwei Aufnahmen angeguckt. Ich habe mir die erste Aufnahme tatsächlich nochmal angeguckt, die ich gemacht hatte. Und ich habe mir die Aufnahme, ja quasi die letzte Aufnahme nochmal angeguckt. Und da ist mir aufgefallen, ich glaube, es war bei Minute 16 ungefähr, wenn ich das richtig im Kopf habe, dass da was stand, als wir im Weinkeller waren. Jetzt habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie wir in den Weinkeller wieder zurückkommen. Ach so, ja, ich kann hier drin nicht laufen, ich weiß. Wir kommen hier durch irgendwie in das Gebiet hier rein, das weiß ich noch. Da geht's runter, das ist auch schon mal gut, wenn sie denn runtergehen würde. Ach so, das ist direkt der Balken. Perfekt. Da habe ich hier was gesehen. Nee. Hier. Drücke A, um Flaschen zu bewegen. Ah. Links, rechts, Flaschen wechseln. Und runter. Ach so, dann gehen die weg. Ja, dann muss das doch. Wo habe ich mir jetzt das aufgeschrieben mit dem Code? Hier. Das war 3. Nein. 1. 2 und 3. Why not? Okay. Da ist ein Durchgang. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wenn sie schon so guckt, dann ist immer irgendwas Böses in der Nähe und da rappelt auch gerade was. Aber das Viech kommt nicht raus, oder? Ich hoffe, das ist gefangen. Die Notiz nehme ich mal gleich mit ihr auf. Das sieht aus, als ob da was ausgebrochen ist. Oh. Gehst du jetzt in das Loch rein? Okay. Wenn du da drin bleibst, dann könnte ich vielleicht versuchen. Geht's hier noch weiter? Ne, hier ist eine unsichtbare Barriere. Okay. Das patrouilliert hier, oder wie? Okay. Ja, das hat auch nichts mit dem Geist zu tun. Das patrouilliert hier. Okay, ich hoffe, dass der jetzt nicht ausbricht, während wir hier durchgehen. So, die Frage ist, kommt das Vieh jetzt? Und die Frage ist, sieht mich das Vieh hier? Aber ich sehe nicht, wo das Vieh ist. Das ist das Problem. nee, das ist jetzt gerade woanders. Dann würde ich sagen, wir gucken einfach mal mit dem Geist. Ich dachte, man hört das vielleicht oder sieht die roten Augen, aber die sieht man ja nur, wenn man wirklich als Geist drin ist. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Können wir das Teil überhaupt bewegen? Ja, können wir. Okay. Nein! Oh. Nein! Hä? Willst du mich veräppeln? Also, wir nehmen jetzt erstmal die Notiz hier. Die wollte ich ja eigentlich später lesen, wenn es nicht mehr ganz so laut ist. Es ist etwas Zeit vergangen, seit ich mit meinen Sachen in die Willows Villa gezogen bin, um Worfen näher zu sein. Wir müssen unsere Liebe hinter verschlossenen Türen halten, da er sich als Bürgermeister keinen Skandal leisten kann. Er hat uns sogar einen Extraraum hergerichtet, wo wir zusammen sein können. Er ist solch ein netter, kluger Mann. Er hat einen Weg gefunden, uns Nachrichten schreiben zu können, die kein anderer lesen kann. Wir verwenden unsichtbare Tinte und er hat mir einen Ring mit einem Symbol draufgegeben. Wir haben das Symbol an die Wand geritzt, um zu signalisieren, dass eine Nachricht da ist. Die Bediensteten wissen nichts von unserem System. Ich muss zugeben, dass es alles ziemlich aufregend ist.
und wie viel Spaß ich in den letzten Monaten hatte. Ja, das glaube ich. Das macht bestimmt Spaß. Okay. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das jetzt? Ja, ich will ja auch nicht laufen. So. Wo ist das Vieh jetzt? Also ich muss schnell sein, das ist mir schon klar. Nein, lass doch mal los, Mann. Oh. Also ich drück gleich B zum Lesen. Mir ist das jetzt hier ehrlich gesagt ein bisschen zu unheimlich. Oh Gott. Tagebuch. Was haben wir denn jetzt bekommen? Wieso zeigt er mir das nicht an? Ich will nicht das Tagebuch, ich will... Nee, Notizen. Ach so. Das dürfte das Neue dann sein. Das ist, glaube ich, das Neue, was unterstrichen ist. Etwas stimmt nicht mit Darby. Er ist vollkommen übergeschnappt. Früher war er ein Feigling, den ich kaum ertragen konnte, aber das ist zu viel. Er kam zu mir ins Büro und hat zusammenhangsloses Zeug geschwafelt. Er setzte sich, legte seine Hände auf den Kopf und sagte mir, er sei verflucht worden, dass er von dem kleinen Mädchen heimgesucht werde, das er getötet hatte. Ich interessiere mich weder für die Hirngespinste eines jungen Mannes, noch für seinen Umgang. Ich versuche, der Bürgermeister der Stadt zu werden. Niemand wird einen Mann wählen, der sich mit einem Wahnsinnigen abgibt. Es muss etwas wegen Darby getan werden, und zwar bald. Hm. Okay, verstehe. Deswegen hat er ihn also umgebracht. Ich habe in letzter Zeit über das Böse nachgedacht. Woher kommt es? Wie sieht es in einer Person aus? Ich glaube, ich habe es nur aus erster Hand gesehen. Ich habe flackernde Schatten in Käfigen gesehen und habe zuerst gedacht, ich werde verrückt. Aber nein, was ich gesehen habe, war real. Ich weiß es im Inneren. Ich konnte die Finsternis spüren, die von diesen Kreaturen ausging, wie eine Art umgekehrte Sonne, wie ein schwarzes Loch. Durch diese Dinge fühle ich mich aussichtslos, hoffnungslos und traurig. Ich glaube, sie kommen aus unserem Inneren. Ich glaube, wir haben alle diese Dämonen. Ich will hier nicht mehr sein. Ich will einfach nur meinen Dad finden. Ja, und dabei möchten wir ihr helfen. Gibt es überhaupt irgendwo einen Spiegel, der nicht zerbrochen ist? Da hat wohl jemand ziemlich viel Unglück. Die Revolution der Großindustrie des Landes hat Sprünge in der Technologie und im Verständnis der Welt gemacht. Dieser demente Greis von einem Schamanen hat mir vor Jahren erzählt, dass es an diesem Ort starke spirituelle Energie gibt. Ich werde Mittel finden, das zu meinen Nutzen zu machen. Mit dem Einsatz von Wissenschaft und mit Gott an meiner Seite werde ich meine Martha wiedersehen. Ich habe Prediger und Mönche und andere heilige Männer ersucht, meinen Geist zu reinigen. Aber kein Geld der Welt bringt etwas. Aber ich habe Geflüster an zwielichtigen Orten über antike, esoterische Mittel gehört, um das zu erreichen, was ich will. Meine Hände sind bereits mit Blut befleckt, meine Seele ist verdorben. Ich werde mich in den Okkultismus vertiefen, in das Dasein und sehen, was dahinter liegt. Ich habe bereits einige der Bücher gelesen und einen Vorgeschmack auf das bekommen, was noch folgt. Aber ich brauche mehr. Ich werde nicht aufhören, bis ich habe, was ich begehre. Okay. Hier geht's runter. So, das war jetzt nur die Sache mit der Treppe. Hier geht's runter. Kann man da irgendwas machen? Naja. Was für eine coole alte Nähmaschine. Ist das eine Singer? Die sieht so aus, ne? Garn? Was für ein Regenbogen an Garn. So schön. Ja, ne? Ah! Eine Notiz in einem Vogelkäfig. Warum auch nicht? Indem ich meine Zeit hier verbracht habe, bin ich empfänglicher für die Geisterwelt geworden. Und das auch nicht nur auf dem Gelände der Villa. Ich kann den Sog der Geisterwelt spüren, wenn sie in meinen Schlaf nach mir ruft. Ich erhasche Einblicke in die Träume meiner Frau, während sie auf mich übergreifen. Ich erwache jeden Morgen und fühle mich, als hätte mein Geist das Universum bereist.
Ich sehe das Licht im Inneren aller Personen, die ich treffe. Ich liebe es, Elena so anzusehen. Sie leuchtet wie eine kleine Sonne. Ich muss ihr irgendwann die Gebräuche unserer Vorfahren beibringen, wenn sie alt genug ist. Ich habe ihr bereits das Grundlegende gezeigt. Sie meditiert mit mir täglich, aber sie weiß noch nicht, was es bedeutet. Okay. Das ist von unserem Vater gewesen. Da war nur noch was. So viele Vogelkäfige. Dieser Raum muss damals absolut furchtbar zu reinigen gewesen sein. Tja. Sehe ich jetzt so. Ich schicke aber trotzdem vorsichtshalber noch mal kurz den Geist durch. Nur um mal eben abzuklären, ob da noch irgendwie ein Geheimzeichen oder irgendwas ist. Also wahrscheinlich nicht, weil die sind ja jetzt sozusagen in einem geheimen Raum. Aber, ne, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, oder wie war das? Lieber alles nochmal so richtig durchgeschaut, ob es da irgendwo eventuell noch was Unsichtbares gibt, was wir sonst mit ihr jetzt nicht sehen können. Können wir direkt schon mal hier runtergehen, würde ich sagen. Hier leuchtet auch nichts. Moment, hier ist ein Geist. Was ist das? Eine Bananenschale, oder was? Der junge Meister Markus muss essen. Ja, muss er. Ich muss ihn finden, sodass er gefüttert wird. Jungen im Wachstum brauchen schließlich ihre Nahrung. Okay. Ja, du sollst da runtergehen. Achso, links habe ich jetzt gar nicht geguckt. Da kann man nichts machen. Puppenhaus. Nö, gar nichts Gruseliges an diesem Ort. Überhaupt nicht. Puppenhäuser sind natürlich immer gruselig. This shit is banana. Okay. Hä? Das habe ich gefunden, als ich hier einfach draufgeklickt hatte. Ich sollte vielleicht öfter einfach mal beim Vorbeigehen draufklicken. Haben wir da oben auch noch irgendwas? Weil da konnten wir ja sonst nichts machen. Mit den anderen Vogelkäfigen oder so. Auch nichts. Wollen wir aber ganz genau sein. Jetzt machen wir das oben auch nochmal kurz. Ja, ich weiß, bei solchen Sachen bin ich sehr penibel und sehr nervig, aber es war eine Errungenschaft, ne? Und ich bin ganz ehrlich, ich... Ja, okay, da haben wir eben schon was gesehen. Ich liebe es natürlich, Errungenschaften in ein Spiel zu kriegen. Und ich liebe es noch mehr, wenn ich dann am Ende vom Spiel alle Errungenschaften habe. Was mir bei Dead by Daylight beispielsweise niemals passieren wird, weil ich zum Beispiel keine Killer spiele. Und dementsprechend, ja, oder fast keine Killer spiele. Dementsprechend, dass es natürlich ätzend ist mit den Errungenschaften, dass ich die dann auch nicht bekomme. Das ist einfach der größte Tisch, den ich je gesehen habe. Okay. Ja, 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 ist ja gut. Hier ist auf jeden Fall jemand. Gucken wir nochmal. Nein. Ich wollte eigentlich nur gucken, aber dahin kann man anscheinend nicht. So, hier ist auch nichts, was jetzt irgendwie hängt oder so. Das Abendmahl wird bald serviert. Bitte wartet. Meister Willows wird bald hier sein. Ja, das denke ich eher nicht. Aber gut, die meisten scheinen ja gar nicht erst zu wissen, dass sie Geister sind, ne? Okay. Was ist hier? Hier ist nichts. Hier ist eine Tür. Gehen wir erstmal durch die Tür. Oder auch nicht. Dann gehen wir eben nach oben. Von mir aus. Oh. Nein, geh da hoch. Okay. Da ist noch was. Von Wortham selbst.
Ich habe alle Seiten von jedem Buch durch, das ich finden konnte. Ich habe die uralten Riten durchgeführt und die entsprechenden Opfer durchgeführt. Ich habe die Worte gesprochen und mich unbekannten alten Göttern unterworfen, deren Namen vor langer Zeit verloren gingen. Ich kann fühlen, wie die Schleusen vor meinem Antlitz erschaudern, aber ich kann sie nicht sehen. Ich muss sie finden und sie von ihren Ketten erlösen. Nur dann werde ich in der Unterwelt baden und kann Martha wiedersehen. Ich muss mich mehr auf die ganze Sache einlassen, auf alles andere, sogar auf das Leben selbst. Eieiei. Das sind keine Bücher. Was für eine seltsame Auswahl an Gegenständen in diesem Bücherregal. Jo. Ja, ich hab nur aus Versehen drauf geklickt. Ach. Ach nee, es ist ein anderer. Dad, keine Sorge. Ich bin hier, um dich zu retten. Es ist unser Vater. Elena, bitte nicht. Drücke X, um die Form zu wechseln. Törichtes Mädchen, jetzt ist er mein. Oh oh. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.